Geht ja immer quer durchs Viertel. Jetzt. Meine Güte. Das war ein Action-Level. Mein Herz. Sind was jetzt endlich los, die Lehrerin? Haben wir jetzt endlich los? So, ich nehme mal übers Brett drüber. Ach du Schreck, da kann auch noch was schief gehen. Da muss jetzt was passieren. Wir kommen doch jetzt nicht unbeschadet drüben an. Das ist doch. Okay, scheinbar schon. Seltsam. Normalerweise fällt man einen Horrorfilm bei sowas runter. Es regnet ist draußen. Können wir irgendwo Unterschlupf finden? Eine Papiertüte wird nass. Ich könnte mal eben hier Hüte. Ich habe doch hier, damit meine Papiertüte nicht nass wird. Schön in dem Regen. Gelben Regenmütze aufsetzen. Wird es mein Papiermütze trocken bleibt. Okay. Ich fürchte, da müssen wir erstmal aufs Vordach drauf. Okay, in die Tonne rein können wir nicht. Oh doch, können wir. Aber dann, was jetzt? Müssen die wahrscheinlich erstmal verschieben. Hier, wir kommen. Six, gemeinsam. Jetzt müssen wir uns zum Weitsprung üben. Molly schreibt die Lösung immer kurz nachdem wir sie mitgekriegt haben. nachdem ich sie von selbst rausgefunden habe. Oh, kleiner Bug hier. Kleiner Glitch, dass wir hier an Ecke lang. Wir hatten am Anfang schon einen Bug in den ersten Minuten des Spiels, nicht des Spiels, sondern des heutigen Streams, dass das Klavier nicht am Faden hing. Das war dann, da habe ich es einfach nochmal neu gestartet und da hing das Klavier. Oha, ja, das ist jetzt hier ein bisschen, da rutscht man immer runter. Können wir da irgendwie hoch? Ich weiß nicht, ob das ein Glitch ist oder ein Bug. Aber wir kommen da nicht weiter. Das ist aber auch ein schmaler Grat, auf dem wir stehen müssen. So, jetzt hier drauf. Nach hinten schieben. Steht doch hinten. Da ist ein Stein im Weg, weiter geht's nicht. Endstation. Wir können es nochmal versuchen weiterzuschieben, aber da ist ein Stein im Weg. Zack. Und da geht nichts. In die andere Richtung schieben. Geht auch nicht. Sie spielen ein 3D-Spiel. Ach so, ja, na gut. Ein 2,5D-Spiel. Wenn man ehrlich ist. Gut, in der. Ja gut, jetzt müssen wir es auch noch nach hinten schieben. In den drei Dimensionen habe ich jetzt nicht gedacht. Da habe ich jetzt natürlich, ja, das ist. Habe jetzt nicht für wahrscheinlich gehalten, dass man das auch noch räumlich nach hinten verschieben kann. Aber gut. Ich denke halt nicht dreidimensional, wenn man die ganze Zeit 2D laufen, das Spiel ist so gut wie 2D. Na gut, es gibt Passagen, wo du halt, es gibt den einen Raum, wenn ihr euch noch daran erinnert, wo wir nach vorne laufen mussten, von hinten nach vorne, und die kleinen Kinder mit dem Hammer verprügeln mussten, gab es diese eine Szene. Oh, ein gelber Regenmantel. Magst du den anziehen? Draußen ist es regnerisch. Ich habe schon Hut.
Ein gelber Regenmantel und eine gelbe Kapuze. Echte Farben. Eigenschaft freigeschaltet. Jetzt erkennt man sie. Jetzt erkennt man sie. Das, was viele schon die ganze Zeit erwartet haben und schon so gedacht haben. Die laufen hier die ganze Zeit mit Six rum, die noch ihren Mantel nicht gefunden haben. Das heißt, eventuell ein Prequel zum ersten Teil. Also gar nicht die Fortsetzung vom ersten Teil, sondern ein schönes Prequel. Und wir haben die ganze Zeit mit Six gespielt. Ja. Und sie hat, also ist, hier, wir stellen hier ganz einfach mal fest, dass das ein Prequel ist. A, hatte sie ihren gelben Mantel noch nicht, bis eben. Und B, den Hut noch mitnehmen. Und B, sie hat ihre magischen Kräfte noch nicht. Sie kann auch nicht mit ihrer Aura töten. Das, was sie ja, hat die PR-Abteilung schon von Anfang an klar gemacht. Und ist ein Prequel. Ja. Was man an den Zeitpunkten ändert, ja, erkennt, sie hat ihre Aura noch nicht. Deshalb, sie kann noch nicht, am Ende von Teil 1 lernt sie ja, kriegt sie ja diese Aura und kann, wenn Leute sie angucken, kriegt sie dann diese, weil sie die Frau getötet hat, die Madame hat sie getötet, deswegen kriegt sie diese Aura und kann dann in der bloßen Existenz töten. So, ich habe jetzt auch eine gelbe, wir sind ein Partner-Look, ich habe eine gelbe Regenmütze auf. Zeigen wir allen, dass wir Partner sind. Ach so, ja. Jetzt erkennt man es auch wirklich, jetzt sieht man auch wirklich, dass es die Liebe Six ist. Und wenn mich nicht alles täuscht, war Mono sogar in Teil 1 zu sehen. Also Mono war irgendwie, ich glaube, den gab es mal kurz in der Hauptstory, der ist irgendwo mal langgeflitzt. Sieht die Story mal lieber als metaphorisch. Okay. Weil ich sonst vom Ende enttäuscht bin, oder was? Jetzt sind wir wieder drin. Jetzt kann ich wieder meine Papiertüte. Ah, ne, jetzt sind wir da drin. Jetzt sind wir da draußen. Und wenn wir da drin sind, dann ziehe ich wieder meinen Papierhut an, damit wir hier offiziell mal im offiziellen Look rumlaufen. Ich mag die Papiertüte. Damit Mono mit seinem Erkennungsmerkmal der Papiertüte und Six mit seinem gut unterrichtet, Errungenschaft freigeschaltet. Jetzt haben wir die Schule abgeschlossen. Oder nicht? Lehrern sind wir, glaube ich, noch nicht richtig durch. Richtig los. Dann wir hier mal die richtigen Merkmale haben. Mono mit seiner Tüte und Six mit dem Regencape. Haben wir zumindest mal Six ohne ihr Cape gesehen. Das ist, haben wir mal gesehen, wie die so richtig aussieht. Ich meine, das Gesicht von den Leuten haben wir alle noch nicht gesehen. Weil es dann tatsächlich Sinn macht, wenn man es metaphorisch sieht. Okay. Verstehe noch nicht ganz, was du sagst, aber werden wir vielleicht noch verstehen irgendwann. Ach du Schande. Wenn ich in Teil 1 in die Videobeschreibung schon Mono reingeschrieben habe, ich habe in der Videobeschreibung von meinen Parts zu Teil 1 habe ich schon den Namen Mono reingeschrieben. Vielleicht habe ich irgendwo mal im Wiki gelesen. Ich wüsste nicht wo. Ich glaube irgendwo kam der irgendwo. Ist der schon im Hintergrund lang gehuscht? Der hatte mal eine kleine Gastrolle. Sehr viel Platz hat er nicht eingenommen, eine sehr große Rolle hat er nicht gespielt, aber so ein bisschen
bisschen was schon. Ah, das Sicherungsgame hier wieder. Man kennt es aus der. Aus den Dingens. Ich sag schon. Aus dem DLC von Teil 1. Ups. Ein Fahrstuhl. Fahrstuhlschacht. Wir hätten uns festhalten sollen. Ja, genau. Ganz sicher nicht. Okay, ganz sicher kam mir nicht in Teil 1 vor. Man fragt sich, woher ich die Info habe, woher ich die Namen habe. Ich glaube, damals, als ich es gespielt habe, war Teil 2 noch nicht so wirklich in Diskussion. Ich meine, oder war das Kit? War das Kit, der im ersten Teil schon mal... Also irgendjemanden haben wir in Teil 1 schon, als wir mit Six gespielt haben, im Hintergrund rumhuschen gesehen. Also irgendjemand... Bin mir nicht sicher, ob das Mono war oder Six. Mono war oder der Kids, den wir im DLC sehen. Wenn ich raten müsste, Fabian Nöhler, im Zweifel ist es immer wahrscheinlich eher Kid. Müssen wir mal gucken. Halt dich fest. Verdammt. Wir müssen uns am Kabel festhalten. Ich weiß nicht, wie wir das hinbekommen, aber irgendwie schon. Und das habe ich jetzt, diesmal habe ich jetzt hier für Little Nightmares 2, habe ich das DLC nicht gekauft. Ich habe nicht die Bonus Edition gekauft. Ich habe nur das Spiel. Vielleicht gibt es ein kostenloses DLC dazu. Wenn es das gibt, freue ich mich. Ich weiß es nicht. Aber ich habe nur die einzige. Können wir es da nicht irgendwie festhalten? Was ist denn? Die Zeit ist zu knapp. Müssen wir es doch irgendwie festhalten können, oder? Ja, das mit Kit kann sein, dass wir den Kit da vorher an der Kuschen gesehen haben. Ich kann es nachher nochmal nachgucken. Ist ja auf YouTube zu sehen. Ist ja mein Let's Play ist ja auf YouTube öffentlich. Zu Teil 1 und zu Teil 2 dann auch irgendwann mal. Ich glaube im April kommt es dann. Im April kommt die Stream-Aufzeichnung. Stream-Aufzeichnungspart. So, machen wir das jetzt am dümmsten. Da kommt, ja, festhalten irgendwo. Tja, Dive Counter plus 4 oder so. Tja, wie machen wir das jetzt? Wie machen wir das jetzt am dümmsten? Tja. Also, dann kommt sie doch erstmal die Sicherung raus hier. Mach doch erstmal. Zack. Da hineinstecken. Vielleicht ist es auch sinnvoll, wenn man die Sicherung. Nee, das macht gar keinen Sinn. Ich hätte die Idee, dass man die Sicherung wieder rausziehen, dass man die. Wenn die Tür offen ist, dass man dann. Ne, dann schließt sich die Tür aber wieder. Dass dann der Fahrstuhl auch nicht klappt. Dass wir dann den vielleicht so benutzen können, dass wir dann. Ich denke, wir müssen uns irgendwie ans Seil hängen. Das ist das Logischste, was wir hier machen können. Tja, also. Wir können es da wirklich nicht festhalten. Wo können wir uns denn hier überhaupt festhalten? Wo ist denn hier? Wo können wir hier was machen?
Muss ich meine Sicherung rübergebracht. Da muss doch irgendwas zum Festhalten geben. Oder irgendwas, wo wir durch können oder irgendwie wo. Na komm, hier. Ah, sehr gut, da können wir anfassen. Und lang, hoch. Sehr schön. Das sind wir rechtzeitig durch. Bevor der Fahrstuhl runtergesaust ist. Der hängt ja auch nur an einen Faden dran. Die Angst vor Fahrstühlen. Hier ins Spiel mit reingebracht. Nehmen wir eine Taschenlampe. Ah, da haben wir unsere Taschenlampe. Sehr schön. E drücken, um Licht zu machen. Die haben wir schon vermisst. Es war an manchen Stellen ziemlich dunkel, wo ich mir schon gewünscht hätte, eine Taschenlampe zu haben. Six hat ja im ersten Teil immer so ein Feuerzeug bei sich. Vielleicht gibt es das jetzt auch hier noch. Kit hat immer ein kleines Lämpchen bei sich. Eine Schere. Können wir die aufheben? Wahrscheinlich erstmal nicht so. Tap, 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 tap. Die nackten Füße am Fußboden. Die Tür geht nach innen auf. Hier ist eine Tasse. Jetzt müssen wir hier weiter. Sieht fast so aus. Hier wird es nicht. Ein Automat. Eine Getränkedose. Schlürf. Ah ja. Dafür können wir die Getränkedose benutzen. Aber jetzt nicht mehr öffnen. Wenn da Sprudel drin ist, dann ist das nicht mehr so schön. Ach du Schande. Ich habe wieder so einen Fernseher. Wieder die magische Tür oder was? Rechts zum Fernseher hingehen. Ah ja, hier haben wir wieder den Gang. Glaube, wir müssen den Gang gerade machen. Sind wieder in dem Gang, im dunklen Gang, und wir so flackern wieder. Das ist keine Bildstörung, das ist keine Qualitätssenkung hier bei meinem Spiel. Es ist gewollt vom Spiel. Und mein Spiel leckt auch nicht. Es läuft hier wirklich alles in Zeitlupe. So, wurden wir da aus dem Fernseher rausgeschmissen. Ja. Und wir entdecken, in welchem Raum wir sind. Wo wir hier sind. Ich glaube, wir gehen erstmal hoch. Da brauchen wir zwei Sicherungen für, um weiterzukommen. Vorher wird das wahrscheinlich auch nicht funktionieren.
ganz wie ich dachte. Die Menschen, die kopflosen Menschen hier. Ich brauche auch noch mal eine Sicherung, um reinzugehen. Das war schmerzhaft. Ich glaube, wir gehen doch hier erstmal lang und dann längs. Was haben wir hier? Ach du Schreck. Hier fahren wir runter. Rechts gab es auch noch etwas. Gibt es einen Schalter? Aha, da können wir etwas in den Ofen packen und verbrennen. Ein Leichenverbrennungsofen. Die Hand vielleicht. Nur die Hand verbrennen. Und hier den Holz. Den Holzarm. Nee, nicht wirklich. Was können wir denn sonst verbrennen? Irgendwas, was wir von oben mitnehmen? Selbst hineinklettern und uns verbrennen lassen? Können wir mal Six verbrennen? Mit rein. Sie will nicht. Okay. Dann mal wieder hoch. Vielleicht finden wir oben etwas zum Verbrennen. Vielleicht finden wir da oben ein paar Kalorien rumliegen. Können wir ein paar Kalorien verbrennen. Ui. Six geröntgt. So sieht also Six aus, geröntgt. Nicht mal röntgen. Sehr schön. Ah. Bei den Händen fassen. Na komm, Six, mach nochmal an. An. Ach, wie schön. Ein Schaffreichstadt, beste Röntgenfreunde. Wusste doch, dass das was bringt. Hand bei Hand. Komm, können wir uns anfassen? Hand an Hand hier rumlaufen. Sehr schön. So muss das sein. Gruselige Teddybären. Können wir die mitnehmen? Ich würde die gern verbrennen. Vielleicht bringt das uns was, die Teddybären zu verbrennen. Warte mal kurz. Es könnte gruselig werden, aber ich mach's mal kurz. Oh, Six hat was anderes mitgemacht. Was hast du denn da Feines? Noch ein Spielzeug. Oh, ein Schlüssel. Und ein Axtteil. Dann sollten wir die wirklich mal verbrennen. Diese Sachen. Die Teddybären hier vielleicht auch. Es wäre jetzt gruselig gewesen, wenn wir da irgendwie eine Knochen oder Knochen drin gefunden hätten. Den Teddybär röntgen und dann der Knochen drin finden. Der Knochen reinröntgen. So, hier. Nee. Und die Axtspitze. Im Teddybär ist nichts drin. Hier eine Ente vielleicht.
noch irgendwas drin. Bringen wir mal den Teddybär weg. Was ist nutzlos? Das Nutzlose auf die rechte Seite, das Nutzlose auf die linke Seite, das müsste ich auf die rechte Seite. Okay, 6. Jetzt mal die Ente. Ah, da scheint auch irgendwas drin zu sein. Das heißt, das nehmen wir mal. Irgendwas scheint dann nichts zu sein. So, legen wir es mal hier ab. Ich werde wahrscheinlich mehrfach laufen müssen. Ein Affe. Wir können ja mehreres auf einmal scannen. Das Häschen hier noch. Hund. Ein Hundekuscheltier. Was für hässliche Kuscheltiere. Das Kuscheltier hat sich gerade von selbst aufgesetzt, was ich ein bisschen gruselig finde. Okay, in denen ist nichts drin. Okay, Kuscheltier nach links. Kannst du mit dem Teddybär-Plüsch-Dings kuscheln. So, sehr schön. Haben wir hier noch irgendwas Nützliches? Was wir eventuell versuchen könnten? Ich fürchte, nein. Der Axtkopf und der Schlüssel werden es jetzt hier sein. Den Würfel noch mal untersuchen. Sieht nicht danach aus. Okay. Let's go. Die Ente hole ich dann noch mal ab. Die können wir auch noch mal verbrennen. Erstmal das Wichtigste. Warte mal kurz, warte. Damit wir nicht nochmal hoch müssen. Machen wir es clever. Nicht fallen lassen. So, sehr schön. Jetzt werden Teddybären verbrannt. Spielzeuge verbrannt. Alle wegziehen, die an ihre Kindheit hängen. Ich wollte auch sagen, alle Kinder weggucken. Aber Kinder sollten das hier sowieso nicht gucken. Da es FSK 16 ist. Nein! Nein! Will ich nochmal hochfahren. Sehr schön. Irgendwas hat da Geräusche gemacht aus dem Ofen. Das macht mir Angst. Na komm, rein damit. So, jetzt verbrennen. Wann das gruselige Spielzeug. Okay. Es hat noch gelebt. Bin ich froh, dass wir es verbrannt haben. Okay. Schade. Keine Axtspitze dabei. Haben wir mit verbrannt. Und ist das. Dass die Murmel, die da wahrscheinlich drin war, auch nicht. Aber einen Schlüssel haben wir jetzt. Einen Schlüssel haben wir. Also hinauf mit uns. Hinauf.
brauchen wir aber immer noch zwei Sicherungen. Drei eigentlich. Weil wir können auch tauschen hier. Vielleicht gibt es dort drüben eine Tür, durch die wir mit einem Schlüssel kommen. Wo wir unsere erste Sicherung finden. Und hoffentlich dann auch die andere. Die anderen. Ja, korrekt. Ist ein Schlüsselloch. Und weiter geht's. Da schnapp an. Oha, okay. Da wurde einer enthauptet. Liegt einer oben auf dem. Auf der. Sag schon. Auf der Liege. Können wir hier weiter? Nee, hier müssen wir dreidimensional weiter. Okay, nach hinten vielleicht. Ach, ja, Six gibt uns schon einen Hinweis. Nicht blenden. Na komm. Die Six, die mag ich. Die Mono auch. Das ist gar nicht schlecht. Aber Six finde ich toll. Das ist mein Lieblingscharakter. Six finde ich spitze. So hilfsbereit jetzt hier im Spiel. Hilft uns immer überall weiter. Ach du Scheiße! Leck mich am Arsch!